Hallo. Hallo, Andreas. So, meine Süße, siehst du dich denn aus? Gehst du in der Küche, machst du was zu Abendbrot? Aber sieht sie auch schnell aus? Hm, zieh dich aus. Mein erster Eindruck, als ich sie das erste Mal gesehen habe, hochnäsige Zicker. Und gefällt dir alles oder gibt's dir irgendwas? Ich finde, das ist hier total, das ist ein Dreckstall für mich. Ich weiß nicht, wie könnt ihr hier ein Kind großziehen? Ich kam in das Kinderzimmer rein, das war für mich das blanke Chaos, mir sind die Tränen gekommen, ich hab geheult. So, jetzt muss ich dich unterbrechen, das Kinderzimmer. Hast du erstmal die Größe gesehen? Hast die Menge an Spielzeug gesehen, alles? Du, aber ich kann mir auch den... Halt, stopp! Jetzt hallo, reicht es! Hallo, nein, nein, jetzt red ich! Das Kinderzimmer ist sauber. Bei uns ist hygienisch sauber, es wird jeden Tag gesaugt, es wird einmal eine Woche gewischt und mehr Hygiene kann man in einem Haushalt nicht haben. So, dann kommen wir mal zum Thema Essen. Ich habe kein Obst gefunden, ich habe kein Gemüse gefunden. Sag mal, was habt ihr für Verantwortung? Stopp! Sonst kriegt ihr mal keinen auf die Schnauze. Ich bin sauer, weil es um unseren Einkauf geht, weil wir angeblich von ihr, man sieht hier, was er angesprochen hat, kein Obst nicht im Haus haben, obwohl man sieht, es ist Obst im Haus. Und jetzt diskutieren wir weiter. Hast du dich jetzt beruhigt? Ich habe meinen Kaffee getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt nicht, weil jetzt wird weiter diskutiert. Ich habe mal probeweise in der Küche geguckt, deine Anspielung mit Obst und so weiter. Naja, ich sag mal. Entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Sag mal, kannst du mal ein bisschen sachlich bleiben? Ich bleibe jetzt nicht sachlich. Warum? Ich will meine Sache anhören. Es ist mein Haushalt. Ja, aber du hast es auch. Halt, stopp! Es ist mein Haushalt. Wir führen den so. Können wir uns dann trotzdem darauf einigen, dass ich denn morgen mir das Backen ein bisschen zurechtmache, dass ich mich da auch drin wohlfühle? Dann würde ich ab morgen hier schlafen. Ich würde heute ins Hotel gehen. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Weißt du was? Das Bad wird morgen nicht so gemacht. Das Bad mache ich so, wie ich will. Ob es dir nun passt oder nicht. Die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Ja, komm, ruhig. Nein, das hast du nicht Schnauze! Du Oberzicker! Also tut mir leid, aber mit so einem Psychopathen kann ich kein Freundtausch machen. Für mich ist der Mensch ein Psychopath, der ist unberechenbar, der kann mit Kritik überhaupt nicht umgehen. Die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Und es wird sich ja nichts ändern. Das Kinderzimmer bleibt auch so, wie sie ist. Es wird sich ja kein bisschen ändern. Oh! Von der hochnäsigen Zicke lasse ich mir überhaupt nicht reinreden. Die kann von morgens bis abends irgendwas predigen. Ich habe meinen Standard, beziehungsweise unsere Familie hat einen Standard. Danach leben wir und es wird sich hier im Haushalt nichts verändern. Die Wohnung bleibt so wie sie ist und es wird sich hier nichts ändern. Das Kinderzimmer bleibt auch so wie sie ist. Es wird sich hier kein bisschen ändern.